Die Hauer sind auf jeden Fall größer. Sonst... Oh, nein, Alter! Hey, Jagdfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Call of the Wild. Wir sind heute mal wieder im wunderschönen Hirschfelden und wir machen heute auch mal wieder ein bisschen was anderes. Wir werden heute nicht spotten, wir ziehen einfach los, schauen, ob wir was Schönes finden. Ich bin selber extrem gespannt. Der erste Fuchs, bei dem ist natürlich schwer abzuschätzen. Aber ich zeige euch gleich die Waffen, bevor der weg ist. Sollte... Okay, hier ist scheinbar noch mehr los. Sollte eigentlich, jawohl, gepasst haben. Ich habe dabei die 7mm, die Marmor mit 3 Schuss. Die ist aus dem Hunting Power Pack. Die gibt es auch mit einem Schuss ohne DLC. Eine der besten Waffen für den Anfang. Dann, wie wir gerade gesehen haben, die Ranger. Die gehört einfach zu Hirschfelden dazu. Klasse 2 bis 6. Außerdem noch die Nordin, falls wir so einen Fasan gleich finden. Und der Bogen... Falls wir es auf die Nähe machen müssen. Ich hoffe, der kommt heute zum Einsatz. Hab mega Bock drauf. Jetzt schauen wir uns erstmal den Fuchs an. Bevor wir unseren ersten Abschluss einsammeln, werfen wir einen Blick auf die heutige Route. Gegen 7 Uhr morgens starten wir beim Außenposten Schönfeld Ost. Von dort aus ziehen wir im Halbkreis über die goldenen Felder. Wenn man sich hier nicht allzu schnell und etwas vorsichtig fortbewegt, ist es immer wieder erstaunlich, wie viele Tiere man antrifft. Auch wenn ihr gerade noch am Anfang seid, ist das eine richtig schöne Route, auf der ihr Rehe, Sauen oder auch Hirsche finden solltet. Und auch heute waren beim Besuch in der Heimat einige schöne Tiere dabei. Hat er jetzt keine besondere Fellfarbe oder so, aber hier zum Warmmachen, der Schuss hat auf jeden Fall gepasst. Lag hier sofort. Zweier weiblich, okay. Immerhin, also die Ranger legt den da ziemlich schnell. Das erste Tier Hammer, ein Tausender kommt in die Kasse. Wir schauen einfach direkt weiter. Vor mir war gerade ein Brumpftreif von einem weiblichen Dammhirsch. Ich glaube, so eins der coolsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Oh shit. War aber nur ein Weibchen. Da haben wir einen Dammhirsch. Eins der coolsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, ist, den Great One Dammhirsch auf Hirschfelden zu erlegen. Hier sind scheinbar ein paar am Fressen. Mal schauen, ob hinter der Kuppe noch irgendwas ist. Wenn man ganz leise ist, dann hört man hier irgendwas fressen. Die Gänse machen es... Oh ja. Entfernung ist natürlich jetzt auch viel, viel schwieriger abzuschätzen. Aber der hat gepasst. Ersten Dammhirschhammer. War gar nicht so schlecht. Ah, da gehen noch ein paar weg. Aber die Gänse gehen mir ein bisschen auf den Geist. Also der sieht gar nicht schlecht aus. Ich hatte keine Ahnung, wie weit der weg ist. Ich hoffe, der ist nicht so abgeprallt, wie es hier jetzt aussieht. Könnte sogar ein echt schöner Vierer sein hier. In Gold, jawohl. Vierer ging einmal komplett durch. 199,12. 36 Meter, okay, da hat die 40er Nullung auf jeden Fall gepasst. Erster schöne Dammhirsch liegt. Ich bin noch nicht weit gekommen und ein Reh hat hinter mir gerufen, also... Hirschfelden überrascht mich gerade ein bisschen. Ich hatte das immer so in Erinnerung, dass man hier ewig lang Tiere suchen muss. Sieht jetzt nicht besonders groß aus. Dann nehme ich jetzt mal die Ranger. Ich glaube, es lag sofort. Da ist noch ein weibliches weggesprungen. Ich habe nicht viel mehr als den Nacken gesehen, aber ich glaube, der hat gepasst. Jawohl, Anschluss sieht gut aus, liegt auch sofort. Das wird nichts Besonderes Großes sein, aber Rehe sind wirklich immer sehr, sehr schön. Da kommt immer so ein bisschen Anfangsfeeling auf, als man das erste Tier da im Tutorial geschossen hat. Sogar ein Goldreh mit 67, gerade so. Schuss hat gepasst in dunkelgrau. Warnruf, Rotfuchs, männlich diesmal. Sehr schwer hier jetzt zu erkennen. Wir müssen mal schauen, ob wir den irgendwo durchstreifen sehen. Hier ist er jetzt. Da haben wir ihn. Zwischen den Zweigen. Vielleicht ein bisschen weit hinten. Jagddruck ist da, ist gefallen. Wir schauen mal, was das war. Es gibt ja mittlerweile wirklich viele Alternativen für die Klasse 2 Tiere, aber die Ranger ist da einfach wirklich die beste, finde ich. Auch der Fuchs, ich glaube, ich habe ihn nicht so gut erwischt. Ja, relativ weit hinten, hat aber gereicht. Level 5 war er in dunkelrot. Sieht eigentlich echt super schön aus hier. Ich habe noch keinen Diamantrotfuchs. Vielleicht kommt er heute. Aber wie gesagt, die Ranger ist da eine sehr, sehr gute Waffe. Waren aber jetzt auch nur 74 Meter. Also ich muss ehrlich sagen, diese Gänse, die gehen mir wirklich auf den Zeiger. Es ist abartig, wohin man auch geht, überall sitze am Kreischen und am Gackern. Irgendwo hier hat vorhin auch mal ein Reh aus dem Wald rausgerufen. Da war gerade was. Warte mal. Hier liegt eins. Und da muss noch... Ist das das gleiche? Ja, das ist ein Weibchen, hier ist das Männchen. Sieht jetzt auch nicht so groß aus. Aber mit der Ranger müsste das eigentlich auch sehr schnell fallen. Jawohl. Ist am Boden. Nächstes Reh liegt. Gänse sind auch weg. Bitte kommt nicht wieder. Ich habe zwar noch kein Diamantreh, aber das sieht man schon immer ganz gut. Ja, ob was Großes oder was eher Kleines da dabei ist.
Das ist jetzt wirklich nicht groß. Level 1 in die Lunge, 49er Wertung. Da müssen wir also noch ein bisschen auf den Diamant warten. Aber wir sind ja auch gerade erst am Anfang. Ich bin mir sicher, da kommt noch was Größeres heute. Ich habe was entdeckt und zwar einen Fasan hier zwischen den Strohballen. Es ist super hart, ihn jetzt nicht zu spotten. Wir gehen einfach mal hin. Ich werde versuchen, ihn zu bekommen. Bei dem sieht man natürlich auch nicht, ob das ein Diamantpotenzial wäre. Aber wir werden es hoffentlich gleich rausfinden. Ich komme langsam zu den Heuballen ran. Da muss er irgendwo dazwischen gewesen sein. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht wegfliegen sehen. Es ist immer die Frage, wann man aufspringt und ihn aufscheucht und wie lange man am Boden bleibt. Aber ich glaube, so langsam könnte ich es wagen. Los geht's. Ist nur eine 1-Kilo-Spur. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich habe mich eigentlich super vorsichtig an ihn rangeschlichen. Hier ist er irgendwo. Na, komm her. Doch noch da. Ich war mir sicher, der ist weg. Na? Ich reite auf dir, ich sag's dir. Ob der mich wohl mit nach oben nehmen kann? Los. Hat nicht geklappt. Aber ich kann ihn mit nach unten nehmen. Erste Fasan wird nicht allzu groß gewesen sein. Jawohl, Level 1 Männchen mit einer 11er Wertung. Also der war wirklich winzig. Aber wir sind ein ganz kurzes Stück sind wir auf dem Fasan geflogen. Habt ihr das gesehen? Naja, weiter geht's. Die Zeit ist mittlerweile ein bisschen vorangeschritten. Es ist kurz nach 10. Das ist hier ein super See für Rothirsche und ich wollte mal schauen, ob da vielleicht auch Dammhirsche sind. Und der erste hat da drüben gerade schon geschrien. Leider geht der Wind direkt in die Richtung. Wir warten jetzt mal noch einen Moment, vielleicht kommen noch mehr nach. Aber sonst können wir auf jeden Fall den mal mitnehmen. Da bewegt sich gerade was. Ist das noch der... Nee, das ist auf jeden Fall ein Hirsch. Hier ist auch irgendwas im Gestrüpp. Also es scheint auch ein guter See für Dammhirsche zu sein. Deswegen legen wir uns jetzt hier einfach mal kurz auf die Lauer. Ich hole mir schnell was zu trinken und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder mit einem riesengroßen Hirsch. Wenn der jetzt kommt, ist ordentlich sass, sagt ihr da glaube ich immer. Ich glaube, das fände sogar ich sass. Bis gleich. Also da kommen jetzt echt noch einige runter. Der hier ist besonders schön, ein ganz kleiner. Da hinten müsste aber noch irgendwo, genau, hier sieht man noch ein paar Schaufeln. Ich werde einfach mal callen und gucken, was da alles rauskommt. Oh, also diese Hirsche hier auf den ersten Blick... Ja, jetzt haben sie sich hier alle versammelt. Kommt noch ein Weibchen dazu. Ein schöner Weißer, der andere ist schokoladenbraun. Der turnt auf den rum. Mal schauen, ob wir mit der Ranger gleich zwei holen können. Für den Geldbeutel ist es auf jeden Fall auch gut. Ich habe aus Versehen gespottet. Manchmal habe ich das so als Autoding drinnen. Der eine war ein Dreier. Wir nehmen sie trotzdem mit, aber das... Ey, ich muss mir das für solche Folgen fast auf einen anderen Knopf legen, dann bin ich irgendwie zu behämmert. Das ist, glaube ich, der, den ich gespottet habe, wenn es der Dreier ist. Jawohl, schokoladenbraun. Doppellunge auf 133 Meter. Und da liegt auch schon der andere, der hoffentlich weiß es. Ja, ich denke, das wird auch ein Dreier sein. Nichts allzu Großes. Da hinten ist der nächste Fuchs, auch Doppellunge. Also zwei schöne Dammhirsche. Mal schauen, ob wir den Fuchs hier gleich noch finden. Fuchs ist auf der Flucht, der Wind ist auch ziemlich ungünstig hier. Ich würde aber sagen, wir schauen einfach nochmal runter zu dem See. Würde mich wundern, wenn da nicht noch mehr Dammhirsche sind. Wetter ist jetzt leider ziemlich schlecht geworden, aber da vorne sind tatsächlich nochmal Dammhirsche. Da streifen ein paar noch rum. Und der hier, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Weißer ist und die Pflanzen da so davor sind oder ob das vielleicht ein Gescheckter sein könnte. Ich muss mal gucken, kann ich da mit dem größeren Zielfernrohr mir den genauer anschauen? Ah, schade, nee, das ist ein Weißer. Wie weit wird der weg sein? Ich versuch's mal mit der 150er Nullung. War jetzt die Malma, da ist der auch sofort am Boden. Den holen wir mal schnell ab. Mit der Malma macht er auch nicht mehr viel. Ich warte seit 4 Jahren auf meinen ersten gescheckten Dammhirsch. Schuss. Ja, gerade noch so. 199. Und sogar ein Vierer. Ich habe jetzt gerade ein paar Mal gecallt und da kommt ein... Wollte gerade sagen, da kommt ein Reh raus. Das hier ist ein Männchen, das ist auf jeden Fall ein Weibchen. Ich würde fast dann den Fuchs nehmen. Da weiß man nie, was der mit sich bringt. 150 Meter Nullung müsste eigentlich passen. Jawohl, legt sofort. Noch einer. Ich denke, das Männchen haben wir rausgeschossen. Die sind ja oft zu zweit unterwegs. Mal schauen, wie groß er ist. Da läuft gerade noch der andere weg, wenn wir ihn schon so auf freier Fläche sehen. Wenn er uns die Chance gibt, dann nehmen wir den auch noch mit. Müsste ich nur ein bisschen drehen. Jawohl, gebeutelt hat's ihn und er liegt am Boden. Also beide Füchse haben wir. Irgendeins davon sollte eigentlich das Männchen sein.
Wir können ja hier zumindest mal die Spur anschauen. Bis 12. Maximum ist bis 15. Also der war wahrscheinlich kein Dier, aber ein Sechser. Immerhin. Schuss war auch wieder völlig in Ordnung. Hat noch nicht für Gold gereicht, aber Sechser schon mal nicht schlecht. Rothörschwan ruft direkt vor mir. Ich wollte eigentlich den Fuchs gerade abholen. Da hat sich gerade irgendwo was bewegt. Ich höre hier auf jeden Fall Schritte. Da ist was. Oh, erwischt habe ich ihn. Die Frage ist, wie gut? Ich glaube, da muss ich noch eine daher setzen. Der Pfeil steckt in seinem Geweih? Ach du Scheiße. Einmal noch drehen. Ich bin geneigt zu schauen, wie gut die 7 mm wirklich ist. Ich denke, jetzt müsste er eigentlich fallen. Könnte ein bisschen dauern, aber wir schauen mal. Hier ist jetzt erstmal der andere Fuchs. Da würde ich jetzt fast drauf wetten, dass das das Weibchen ist. Jawohl, in Orange. Schuss, ja, 192 Meter waren das schon, aber hat gereicht. Wie gesagt, die sind ganz oft so in Zweierpärchen zusammen. 7,7. Wie sieht es beim Rothirsch aus? Mittlerweile ist er gefallen, dann nehmen wir den auch mit. Also der Rothirsch ist ordentlich weit gekommen. Der erste Schuss, da hatte ich auch wirklich keine gute Sicht. Ich dachte mir, ich versuch's mal. Was wird das für einer sein? Ich denke, das könnte noch ein Sechser sein in Silber. Trophäenwertung, ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach mal rein. Jawohl, ist ein Sechser, 167. Der erste ist tatsächlich ins Geweih gegangen, okay. Ein Wunder, dass er überhaupt gefallen ist. Aber zumindest mal unser erster Rothirsch hier für den heutigen Ausflug. Hirschfelden ist die Karte, die ich als allererstes gespielt habe, wahrscheinlich wie bei vielen von euch auch. Und trotzdem gibt es hier immer noch Gebiete, die komplett dunkel sind. Deswegen dachte ich mir, es lohnt sich heute mal, einfach da mal hinzuschauen. Erste Reh hat gerufen. Mal schauen, wie wir das finden. Da unten kommt jetzt was. Ich sehe auch schon wieder einen Rothirsch. Es ist wirklich irgendwie... Na, der ist klein, aber es ist irgendwie spannend, wieder mal hier ohne Spotten durchzugehen. Ich glaube, das waren jetzt auch nur Rothirsche und keine Rehe. Das wird kein großer sein. Das ist ein Vierer oder vielleicht noch ein Fünfer. Aber die lassen wir mal ziehen. Also ganz ehrlich, ich habe vergessen, wie schön Hirschfelden ist. Da unten ist so der See schön drin, hier ziehen die Wolken durch. Das erinnert einen wirklich an zu Hause. Ich bin jetzt hier gerade an einen ganz schönen Platz gekommen mit einem Jägerstand. Ich war hier noch nie. Keine Ahnung, ob man, wann man, wie man hier jagen kann. Aber ich denke, es ist mal wieder Zeit für eine kleine Runde Ansitzjagd. Wir bauen ihn auf, wir setzen uns hier rein. Es ist 15.08 Uhr in-game. Ich denke, wir können hier auf jeden Fall mal so bis zur Dämmerung warten. Ich werde die Augen offen halten, ein bisschen callen und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder mit ein paar schönen Tieren. Tief im Nordwesten Hirschfeldens war ich bisher wirklich nur selten jagen. Von meiner Kanzel aus habe ich die Umgebung beobachtet und war umso gespannter, ob überhaupt Tiere vorbeikommen. Und tatsächlich hat es nicht lang gedauert. 16.24 Uhr, also eine gute Stunde ist vergangen und die ersten Wildschweine tauchen auf. Ich tue mir da extrem schwer abzuschätzen, wie groß die sind. Das sieht mir nach einem sehr kleinen, beziehungsweise vielleicht sogar auch nur Weibchen aus. Ich weiß nicht, wirklich groß wirkt das ja auch nicht. Aber normalerweise sind da immer mehrere dabei. Oh ja, da kommen noch ein paar. Wir warten mal. Oh ja, der sieht besser aus. Die Hauer sind auf jeden Fall größer. Sonst... Oh, nein, Alter! Holy shit! Einfach ein Schwein in Weiß! Junge, und das in der No-Spotting-Folge. Das ist es gar nicht, das war die Sonne. Guckt euch an, wie das leuchtet! Ach komm, hör mir auf, wie gut das aussieht. Warte mal, komm zurück. Ich hoffe, ich bekomme die nochmal rangecallt. Ansonsten haben wir gleich eine richtig lange Fährtensuche vor uns. Ich glaube, es kommt langsam wieder näher. Wenn wir schon Weißes haben, ich würde es wirklich verdammt gern mit dem Bogen versuchen. Da kommt's. Kann man da besser schauen, wie groß das ist? Hat schon ein paar Hauer. Ich kann beim Wildschwein nicht sagen, ob das jetzt riesig ist oder nicht. Ich glaube nicht. Also hier sind so gute 40 Meter. 47. Komm, aus dem Jägerstand mit dem Bogen. Getroffen habe ich's. Alter, es lag sofort. Junge, wie der rote Pfeil da in dem weißen Fell leuchtet. Wir schauen uns das jetzt von der Nähe an. Ey, ich bin mega aufgeregt. Keine Ahnung, wie groß das war. Hauer sind auf jeden Fall da. Bitte kill mich jetzt nicht. Schuss sieht auch eigentlich passend aus. Komm. In Silber. Männlich. 62,10. Oh oh. Wir machen gleich weiter.
Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich glaube, es ist weggerannt. Ich wollte nicht abbrechen, weil ich es mir in Ruhe noch mal in groß anschauen wollte. Einfach Albino-Schwein. Ey, die sind so selten und dass das heute einfach bei der Ansitzjagd rauskommt. Nicht das Größte, aber super geil. Ich freue mich da wirklich extrem drüber. Schweinchen ist weg. Ja, wir haben es gerade so überlebt. Und der Ausflug nach Hirschfelden hat sich mal wieder extrem gelohnt. Ich zeige euch nochmal, wo ich war. Hier ist der Jägerstand. Hey, weißes Wildschwein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.